Nachdem wir dieses Jahr schon einige TCG-Erweiterungen hatten, kommt nun die Krönung. Wir hatten Team-Up, Kräfte im Einklang, Bund der Gleichgesinnten und jetzt halt auch Welten im Wandel. Plus das Bonus-Set, was dieses Jahr rauskam, mit verborgenes Schicksal. Unendlich viele Openings, unendlich viele Euros habe ich da gelassen. Doch ein Set kommt jetzt nochmal zum Ende. Das Pokémon Final Set von Pokémon Sonne und Mond. Die Tag Team Premium Box. Oh boy. Diese Box ist nicht nur golden und hat alle Karten, die im letzten Jahr drin waren, erhältlich. Sondern in diesem Set erwarten uns Artworks, Karten, die wir ziehen wollen. Die ich ziehen will. Die ihr sehen wollt. Und zwar von jedem Signature Tag Team eine Goldkarte. Und das wird krass. Alternative Artworks, Fuller Trainerkarten und die Möglichkeit, ein Godpack zu ziehen. Ein sogenanntes Godpack ist, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, 1 zu 251 möglich. Wo ein komplettes Pack gefüllt ist mit GXs, Full Art, Secret Rare, Rainbows und allem. Und das können wir hier ziehen. Leute, ich bin... Das war natürlich super Fail. Leute, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier das gute... Das gute Paket. Ich habe sehr, sehr lange drauf gewartet. Ich habe davon auch noch einige mehr. Und falls ihr mehrere Openings von dieser Edition sehen wollt, gern ein Däumchen geben. Ihr wisst Bescheid. Wenn ich sehe, ja, Bock, werde ich auf jeden Fall schnell solche raushassen und eventuell noch welche nachkaufen. Auch wenn das einen Monat dauert, bis sie da sind. Aber, Leute, ihr habt es gesehen bei Ultra Shiny GX. Es kam auch ungefähr zum selben Zeitpunkt. Kam, glaube ich, auch irgendwann im Halloween. Und ich kriege das Ding nicht auf, natürlich. So, da haben wir das Ziel weg. Und ja, ungefähr, man kann sich das vorstellen wie Ultra Shiny Jax. Ich habe noch kein Opening oder sonst was davon gesehen. Aber ich sehe, holy shit, sehen diese Packs geil aus. Also wenn wir eine Goldkarte ziehen, dann hier. Wir haben schon einige Goldkarten auf diesem Channel gezogen. 4 Stück sind es insgesamt. Und ja, ihr seht schon, dieses Set ist einfach krass. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 10 Packs sind hier nur drin. 10 Packs! Das ist wirklich wie bei Ultra Shiny Jax. Mehr hatten wir dort auch nicht. Und wir haben die Chance, hier alles zu ziehen. Alles. Ich weiß nicht, ob das krass reflektiert. Ich nehme die mal lieber weg. Wir haben die königliche Matte hier, Leute. Die königliche Matte, ne? Und ich glaube, für dieses Opening, wenn wir was Krasses ziehen, haben wir auch die königlichen Hüllen, die ich noch nie benutzt habe, die ich gekauft habe aus London. Naja, hoffen wir einfach mal, dass wir was Nices ziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Set findet, denn ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es finden werde. So, wir zoomen ran und wir starten einfach mal durch. Und ihr kennt alle Artworks aus diesen Sets, denn wir haben hier Karten aus Team-Up, Kräfte im Einklang. Ich glaube, das ist sogar Graum der Lichtfinsternis, der geheimnisvolle Schatz. Wir haben hier den guten Jubelball, auch sehr gute Karten. Wir haben die Tag-Team-Karten hier schon drin aus Welten im Wandel, das heißt, wir sind hier schon in der Edition drin. Dann haben wir ein Holo-Snibuna. Ein Holomar Shadow, 2 Holokarten in einem Pack. Und ein Glurak Reshiram! Let's go! Und dahinter noch eine Reverse-Energie und ein Turtok Reverse. Talk about that! Also, da seht ihr mal, wie viel Power hier hinter ist. Glurak Reshiram. Ich glaube, das ist mit einer der besten Jacks, die man ziehen kann aus diesem Set. Sehr geil. Natürlich mit der japanischen Rückseite. Noch nie gezogen, von daher sehr, sehr froh, die auch gezogen zu haben. Nice! Sehr, sehr gutes Pack. 2 Holos und eine garantierte GX in jedem Pack. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also von daher gucken wir einfach mal, was wir hier noch ziehen werden. So, wir haben hier den guten, guten, guten Flunschlick, ne, der Boy. Pepek Rabautz. Dann haben wir Kai, heißt der, glaube ich, im Deutschen. Kapukime. Diantha, heißt sie, glaube ich. Victini Holo. Boah, wie heißt der Boy noch? Stack Attacker? Heißt der Stack Attacker auf Englisch? Ich meine schon, wie heißt der? Ah, wie heißt der noch auf Deutsch? Bruder! Du warst die Mauer, die Mauer, die Mauer! Denn wir... Ja, Keldeo. Keldeo ist auch nice. Also wir haben bisher in jede Pack eine GX. Und wir haben eine Reverse Energie und Mimikma aus Welten im Wandel. Bisher eine Ausbeute, die ich mitnehme. Wie heißt es noch? Schreibt es uns in die Kommentare, Leute. Ich glaube, ich komme nicht voll alleine drauf. So. Wir machen das nächste Pack auf. Und wie gesagt, wenn wir hier sofort eine GX sehen, wissen wir, dass wir ein God-Pack haben. Mit nur Secret Rare oder Ultra Rare Karten. Wenn wir sowas ziehen, sollten wir das atemberaubend krass. Wir haben Porygon. Magnetilo, was sich freut. Der Rot. Vielleicht sehen wir ja auch noch die Rot- und Blau-Full-Art-Karte, die ich auch noch im Welten der Wandel suche.
ein Pokémon 3.0, Giratina Holo, das ist die gute Giratina, das heißt die spielbare, Arktos, okay, Machadow und Machomai, der puncht euch weg, sehr geil, eine Reverse Wasserenergie und eine Detent Secret Rare! What the hell, was macht die denn dahinter? Das ist ja krass, dass jedem Pack trotzdem eine GX drin ist. Und hier hinter ist immer noch ein Dedenne. Was in der Karte so eingequetscht ist. Der ist ja super sweet. Und da ist noch ein kleineres Dedenne. Hallo, hallo. Du bist ja ein Sweetie. Ein Sweetie Boy. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, ihr kennt, glaube ich, das Evoli, was einen ähnlichen Style hat. Habe ich ja aus dieser Evoli-Box. Und jetzt ein Dedenne davon zu ziehen, einfach stark. Einfach stark, ey. Aber gut zu wissen, dass die Secret Rare-Karten wohl noch mal ganz am Ende sein können. Wir haben ein Party-Hopspross, Ziaogon. Mitsunda, die gute Grün. Ne? Also, ich bin sehr, sehr gehypt. Ich weiß nicht. Das gute Jirachi. Das gute Stellar Wish Jirachi. Sehr, sehr stark, leg ich auch mal beiseite. Das gute Mew. Lucario Melmetal Tag Team. Wir haben eine Kampfenergie. Und ein Aquana. Aquana. Wir haben bisher 4 Packs geöffnet und wir haben 4 GXs, wovon 2 Tag-Teams sind, eine Secret Rare und richtig schöne Holo-Karten. Also Leute, falls ihr wissen wollt, wo ich diese Box her habe, eBay. Also, wenn ihr die kaufen wollt, einfach eBay oder geht auf irgendeine Pokémon-Seite, da findet ihr das Ganze dann. Und so, mal eben kurz gerade machen. Wir machen einfach weiter, Leute. Und wir haben hier auch, wie gesagt, die wunderbaren Artworks aus Welt im Wandel. Wir haben ein komplettes Elektro-Pack hier, wie das aussieht. Tatsächlich, Raikou-Holo. Und da sehe ich was. Übeltal! Und da sind die Vögel! Arktos, Zapdos, Lavados. Die guten Karten aus Verborgenes Schicksal. Wir haben eine Reverse-Feuerenergie. Und ein kleines Fla-Miau. Super sweet, ey. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Bock hätte, alle Energien zu sammeln. Weil wäre auch mal ganz cool. Alle Energien mitnehmen. Leider kein Godpack hier. Aber Leute, wie gesagt, ey, vielleicht ziehen wir noch irgendwann ein Godpack aus den Karten, die wir haben. Beziehungsweise aus den Packs, die wir haben. Das wäre sehr, sehr geil. Professor Lind haben wir hier. Nirgendwo Mixer. Vulcanion. Auch ein sehr, sehr schönes Artwork. Fruyal. Rayquaza haben wir. Okay. Sehr, sehr schön. Wurde aber schon im letzten Set gereprintet. Und nochmal ein Professor Lind. Okay, also Rayquaza ist eine spielbare Karte, ist nice, aber kennen wir schon. Und wir wollen die Gottkarte sehen, beziehungsweise die Goldkarte, Leute. Wir wollen was Goldenes sehen. Und die Chance auf was Goldenes ist hier auf jeden Fall. Von daher hoffen wir einfach mal. Trompec, Rubble, Schreien der Bestrafung. So langsam kenne ich auch alle Karten wirklich, ne? Reset-Stempel, Krüppuk. Das gute Naganadel Agoyon. Sarah Aura, auch eine fantastische GX-Karte. Sehr, sehr stark. Eine Reverse-Unlicht-Energie. Silber. Okay, Leute. Wir brauchen die Power. Und ihr wisst ganz genau, was das heißt. Da haben wir den Hoodie aus London. Passend zur Matte. Ich hoffe, das bringt Glück. Und eigentlich wollte ich einen Scouter holen, aber der war leider nicht auffindbar. Ich weiß nicht, wo der Scouter ist. Eventuell muss ich ihn mal suchen, weil Scouter-Luck wäre extrem krass. Und ich glaube, das würde uns halt auch Glück bringen. Dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass jetzt eine Prisma-Karte schon mal kommt. Mew und Mewtwo kommt schon mal. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Wir haben eine Feenenergie. Und nochmal ein normales Pokémon. Okay, mit Mewtwo bin ich sehr zufrieden, aber Mewtwo ist schon mal sehr nice. Okay, okay. Wir haben 2 der guten Tag-Teams gezogen. Wir haben eine Secret Rare. Können wir noch ein Godpack oder eine Goldkarte ziehen? Come on, Leute! Wir brauchen es. Wir haben den Bandsticker. Vulnona. Den Hitzeofen. Kyurem. Melmetal. Lusadin. Okay. Oh, eine Secret Rare Energie haben wir! Let's go! Seht ihr das? Die glänzt viel, viel stärker als die anderen. Da ist der Vergleich. Und hier unten steht auch noch Secret Rare. Sehr nice. Und ein Reverse Reset Stempel. Sehr krass. Das ist eine verdammte Secret Rare Energie. Und die glänzt auch richtig nice.
passend zum Mewtwo. Typ Psycho. Das ist stark. So, wir drehen die mal ganz kurz um. Aber die sehen, die japanischen Karten sehen eigentlich immer gut aus. Dementsprechend können wir die eintüten. Nehmen die mit. Zwei Secret Rares aus einer Box. Und wir können es nochmal beenden. Vielleicht mit einem God Pack. Das wäre ja heftig insane. Vielleicht auch mal mit einer God-Karte. Mit einer Gold-Karte. Leute, ich wäre sehr, sehr gehypt. Gucken wir einfach mal. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Demeteros, Porygon-Set, Vulnona hier nochmal. Eine normale Energie und eine... Ich glaube, das ist eine Rückentzugsenergie. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Leute! Das war mal ein knackiges, cooles Opening, muss man sagen. Ne? Wir hatten guten Luck am Ende. Also nochmal eine Secret-Rare-Karte gepult und Mewtwo. Geile Artworks. Also die Secret-Rare, die Dende ist ja wohl mega. Plus die Secret-Rare. Plus die ganzen Tag-Teams, die wir hatten. Also beschweren kann man sich da, glaube ich, eher weniger, Leute. Falls ihr diese Edition nochmal haben wollt und wir wirklich die Goldkarten handeln wollen. Glurak, Mew Mewtwo, Pikachu, alle Tag-Teams fast, die es gibt. Dann lasst es mich wissen in die Kommentare mit Hashtag Gold. Der Hashtag. Leute, ich bin raus, verabschiede mich. Euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal. Und tüdelüb.